So, MST bis zum Schattentempel. Mal schauen, wie das alles funktioniert. Hier also nach dem Intro links oben halten, bis man über dem Tisch ist. Und dann ein bisschen mehr links oben rollen, dass man aus der Tür rauskommt. Das war nicht ganz links oben genug, da ich gegen den Türrahmen gerollt bin. Hier direkt nach der Textbox kann man abflicken und dann wegflippen. Man kann das früher machen, als es aussieht, aber es ist schwierig. Wenn hier jetzt die Wand die Leiter berührt, kann man rechts sidehoppen und sidewalken oder zweimal sidehoppen, wegflippen und den Engel machen und dann hier reingehen in die Höhle. Hier muss man aufpassen, dass man nicht den Links-Sidehop kriegt. Ein bisschen schneller sein, als man glaubt. Zwei Sidehops rechts, Backwalk. Sidehop links und fünf Sidehops rechts. Der Sidehop links ist... Da gibt es keine wirklich guten Cues für. Am besten einfach ein Gefühl für kriegen, wann man Sidehoppen muss. Hier dann die Kiste anvisieren für den Winkel und rückwärts laufen. Dann auch ungefähr gegen Ende gucken, dass man hier so ungefähr Pause drückt. Dann Schwert equippen und rechts hüpfen 9-mal. 2-mal zurück und bei dem Schild kann man einfach geradeaus zurücklaufen, um es zu sehen. Um in das Loch zu kommen. Hier ist einfach nur, ich sage, welche Inputs das sind. Backflip, Sidehop links, Backflip, Backflip, Backflip. Sidehop links, Sidehop links, Sidehop links. Splash. Backflip, Backflip. Dann flieg links oben und dann Sidehops hier runter. Mit dem linken schwarzen Fleck alignen. Sidehop rechts 4-mal. Backflip direkt vorne drücken und im Sprung das Ding kriegen. Am besten, wenn man das mit dem Timing macht. Dann kommt man hier her zum Wind. Nach 5 Sidehops rechts kriegt man einen Whoopi hier rüber hüpfen. Ich speichere hier mal kurz. Und hier drüber Jump Slashen. Wenn man den Rupee da oben nicht kriegt, kann man natürlich auch hier außen rum gehen und sich den hier nehmen. Kann man entweder komplett ersetzen oder nach ein, zwei Versuchen aufgeben, ja. Das ist egal, wie rum dass man das macht. Den Rupee hier mitnehmen, wenn man noch nicht genug hat. Und dann einfach ein Schild holen. Ab hier kann man schon runterdrücken und B mashen, um die Textbox zu schließen. Wenn Link dann um 2 Schritte gegangen ist ungefähr, so, kann man einfach das Schild equippen und aus der Pause rausmashen, wenn man ihn dann nicht mehr anvisiert oder anredet. Shopverkäufer. Einfach dann zum Ausgang laufen. Im Schild flicken, das ist wichtig, dass man sieht, man ist dabei. Hier das Schild wegmachen am besten. Anvisieren hier ein bisschen. Dann Shield Turn rechts und dann bevor die Kamera wieder sich neu justiert, Step oben A drücken in Song of Storms. Sieht dann so aus. Dann sind wir nämlich hier. Oder, wie ich herausgefunden habe, wenn die Kamera doch nicht mitmacht, kann man hier auch Step links A machen in Song of Storm. Das geht auch. Hier hat man zwei Möglichkeiten. Entweder man rollt hier schnell genug durch, ein bisschen mit Abstand zu dem Dude, sonst spricht man mit ihm. Das war nicht schnell genug. Ja, dann ist man hier draußen. Oder man lässt ihn hier links langsam verschwinden. Dann ist er nämlich auch weg. Und das ist die Ocarina. Ich mach mal Quicktext an, das macht ja gar keinen Sinn sonst. Einfach nach vorne rollen, ein bisschen schräg vielleicht. Über die Wurzel und dann Sidehoppen in die Eule rein und versuchen, die untere Textbox zu kriegen.
untere Textbox. Immer die untere Textbox bei jeder einzelnen Eule. Hier fliegt sie entweder nach rechts oder links, muss man aufpassen, wo sie hinfliegt. Dann über das Ende der Wurzel hier drüber laufen und gucken, dass man rechts vom Baum entlang läuft. So ungefähr ist das in Ordnung. Dann schraubt man am Ende ein bisschen gegen den stark gewinkelten Zaun. Und sobald man beim flach gewinkelten Zaun ist, drüber hüpfen, Seite ob links. Direkt einen Jump Slash machen mit B. ISS halten und Target gedrückt halten. Oh, hier bin ich nicht zu weit. Da macht man einen kleinen Seitenhop, wenn man das sieht. Dann sieht man, dann kann man hier schon durch. Und dann ist gut. Target kurz loslassen und dann kann man reinrutschen in nach Kakariko, nicht in. Hier nochmal, wenn man den West nicht schafft, was man dann macht. Die Eule fliegt die ganze Zeit nach rechts, was für ein Glück. Also wieder alleine ungefähr. Am besten ist, wenn man ein bisschen den Baum trifft, dann weiß man, man ist ziemlich safe. Wie gesagt, wenn man so wie eben ein bisschen weiter links ist, geht das, wenn man einfach mal aufpasst und rechtzeitig echt Zeit habt. So. Ja, was? Schaffen wir nicht. Nein, was machen wir jetzt? Kein Problem. Sich beeilen. Möglichst schnell zur Eule kommen. Ups. Hier ist es egal, ob man sich vertippt oder nicht. Die Zeit läuft nicht weiter, solange man in der Eule, mit der Eule spricht. Also nicht paniken, nur weil man aus Versehen den Oberrang genommen hat. Es ist nur Realtime, geht halt flöten, nicht In-Game-Time. Und dann auch wieder gucken, wo es hingeht. Wenn es in die Richtung fliegt, ist super. Dann kann man einfach nach links flicken und backwalken. Und Hochseite hoppen. Dann schafft man das auch noch. Ja, hier ist schon eng, tatsächlich. Versuchen wir mal, ob wir hier klarkommen. Kakariko angelangt. Müssen wir die Hühner sammeln. Die laufen random durch die Gegend in bestimmten Arealen. Einfach dann gucken, dass man hier mit dem Haus alignt. Also mit der Ecke. Das wird einfach vorbeischraubt gerade so. Erste Huhn dann hier die Treppe hochwerfen. Oder Richtung Treppe hochwerfen. Die Kiste machen hier, kaputt machen, Wand anvisieren und hochhoppen. Und auch an dem Dude da vorbeikommt. Hier die Treppe hochgehen und sich das Huhn schnappen. Aufpassen, wenn das Huhn vor der Tür ist, nicht, dass man da reinläuft. Sonst muss man das erste Huhn wieder sammeln gehen, weil das sich wieder resettet. Hühner werden erst gespeichert, wenn sie im Gehege sind. Dann hier auf die Plattform rüberfliegen. Beide Hühner auf die Treppe hochwerfen und direkt runterspringen zu dem letzten Huhn, das schon ein bisschen entgegengekommen ist. Nach rechts laufen, damit sie im Gegensatz laufen. Je nachdem. Das rechte Huhn da war jetzt nicht so geil. Die zwei hier waren richtig gut. Passiert. Richtig schnell ist man, wenn man es schafft, den Dude, der gerade die Treppe hochläuft, zu überholen auf der Treppe. Oder noch vor ihm auf der Treppe zu sein. Dann weiß man, man hat gute Pace, richtig gute Pace. Gehen wir hier hoch. Was hier passieren kann, ist hier drauf, rüberwerfen. Es kann aber auch sein, dass man den Sprung nicht schnell genug schafft. Und nicht weit genug kommt. Dann lässt du mit A los, schnell. Wenn man das sieht. Und dann fällt das Huhn entweder runter oder bleibt hier oben hängen. Aber auf jeden Fall fängt Link an, sich oben festzuhalten. Das ist wichtig. Hier beim zweiten Pfosten von der Ecke rüberwerfen ungefähr. Hier. Und auf dem zweiten Pfosten auf der Seite rübergehen. Auf dem Zaun laufen und zur Treppe hüpfen. Leiter hüpfen. Und dann kann man hier das nächste Huhn kriegen. Wenn man ungefähr in der Mitte von diesem Gebiet hier ist, kannst du es loslassen, das Huhn. Eins von den beiden nehmen. Werfen und einmal hitten, damit es schneller läuft. Dann kannst du hier auch direkt backwalken, wenn du schon so richtig stehst. Um alle ins Gehege reinzuwerfen. Das ist wunderbar. Ups. Dann kriegt man hier die Flasche. Nach der Flasche ist es so, entweder Navi ist noch da oder Navi ist nicht da. Muss man aufpassen. Wenn Navi noch da ist,
möglichst schnell zum Brunnen laufen, nicht nochmal mit ihr reden, wenn man wollen möchte. Hier hochklettern, rüberspringen und loslassen in der Luft, dass man sich hier festhält. B-Mashen und sobald Link mit dem Jump-Slash landet, Navi rufen. Hier so. Das war genau in dem Moment ist Navi verschwunden. Wow. Ich muss nochmal laden. Ich muss es ohne Erklärung machen, sonst reicht die Zeit nicht. So, jetzt reicht die Zeit auch, um hier hineinzukommen. Wenn aber Navi nicht mehr da ist, muss man sich ein Huhn nehmen. Am besten nimmt man sich ein Huhn hier raus und schmeißt es auf die, über, hier an der Seite drüber. Weil man ja dann hier bei dem Schild es holen möchte. Das Schwert wegstecken und in die... In das Huhn reinrollen und dabei mashen. Ah, zum Hochheben. So ist das gut. Und dann da bei dem Holzpfosten ungefähr auf der Seite anvisieren, umdrehen. Und dann B und A rückwärts halten, dass man reinläuft. Und dann B, A und R gleichzeitig, also shielden. A und shielden für den Backflip gleichzeitig mit dem Drop vom Huhn. Und dann ist man da drin. Dann muss man nur noch nach oben drücken, sobald die Cutscene vorbei ist. Dann kommt man hier rein. Und ist hier drin. So, hier drin. Gehen wir weiter. Einfach durch das Loch krabbeln. Hier haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder die Skulltula töten oder an ihr vorbeirutschen. Was man eben besser kann. An ihr vorbeigehen. Ich habe ein bisschen zu viel lang gebraucht. Das ist schneller als sie töten, tatsächlich. Muss man gucken, ob man es schafft. Dann hier gucken, dass man nicht gegen die Wand steppt, möglichst nah an den Pot, weil man noch keinen Stick hat. Gibt es eine Get-Item-Animation. Und das unterbricht den Step gleichzeitig. Und wir haben Iced Chi. Ja, so wie wir das haben wollen. Wenn wir jetzt das nicht hinkriegen, ist das auch nicht so schlimm. Jetzt fangen wir nochmal an. Vielleicht schaffen wir es ja diesmal mit außenrum. Ohne die Skulltula zu töten. Nein, hier sind die ist ziemlich groß und hier laggt es auch ein bisschen. Auf VC ist das, glaube ich, ein bisschen einfacher. Wenn wir jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, außersehen so machen. Und oh nein, wir haben keinen ISG bekommen, ist das nicht so schlimm. Wir holen hier einfach Navi-ISG, heißt das. Durch die Skulltula, die hier in der Wand ist. Einfach das Schwert ziehen und dann, weil von hier aus kann man sie anvisieren irgendwo. Egal. Auf jeden Fall macht man einen Stab. Stab. Target. Sie ab. Auch wieder im Song of Storm Rhythmus ungefähr. Dann so, dann hat man es. Schwert wegstecken. Nach hier vorne rollen. Irgendwo unterwegs kann man sich den Winkel holen. Backflip. Roll und Target loslassen. Den Winkel möchte man haben. Dreht man sich um und versucht dann hier Inverted Kamera zu kriegen. Auf N64 ist das meiner Meinung nach wesentlich einfacher. Man geht hier in die Ecke rein und bis man hier nicht mehr weiterkommt und Backflip genau dann, wenn der Bubble in der Ecke ist. Dann hovert man hier. Hier equipt man dann die Ocarina. Und die Flasche am besten. Dass die Flasche schon mal da ist. Das kann man auch später machen, erst beim Bomb-Trick-Whip. Das ist egal. Und dann guckt man, dass man nach links drückt. Hält. Und langsam nach oben geht mit dem Stick. Oh. Aber, weil dann sieht man, wenn man langsam nach oben geht, fällt man runter. Wenn man da genau in dem Frame auch Ocarina zieht, fällt man mit der Ocarina nämlich runter. Was ich noch sagen wollte ist, man kann softloggen. Also nicht Softlocken, nicht wirklich. Sonst kann sein, dass Link anfängt plötzlich, sich überhaupt nicht mehr zu bewegen. In der Luft. Dass dann keine Panik haben. Das ist kein Softlock. Am Anfang hat jeder gemeint, es wäre ein Softlock, aber man kommt da wieder raus. Ich sag's gleich, wenn wir wieder lassen. Also hier links neben mir ist jetzt das Loch, wo man runterfällt. Deswegen mit ISG kann man ja nicht fallen. Deswegen hängen wir hier in der Ecke fest.
Und fallen nicht runter. Da kommt die Bubble wieder. So. Falls man wirklich festhängt, das sieht man dann, wenn man nicht mehr sich nicht bewegen kann. Das merkt man, wenn man rechts und links drückt und links sich einfach nicht bewegt. Dann einfach nichts halten und A drücken für eine Rolle. Und dann ist man wieder safe, ist man wieder draußen. Überhaupt kein Problem. Das heißt, wir drücken jetzt, halten jetzt links gedrückt. Und wenn wir Ocarina drücken, merkt man, wie Link jedes Mal zuckt ein bisschen. Also machen wir ungefähr in dem Rhythmus, das geht, und dann langsam nach oben sliden. Und dann sind wir hier unten schon. Ganz einfach ist das. Wenn wir hier unten sind, drücken wir B und suchen uns hier diese Fläche. Da hinten sieht man sie schon, die andere Fläche, die auch geladen ist. Und guckt, dass man einigermaßen parallel zu dem Wasser hier kommt. Ja. So, das reicht. Rückwärts laufen, ins Wasser hinein. Kurz mal schwimmen lassen. Und dann die Kamera loslassen, bis man links die Säule sieht. Also, auch ist auch wieder so ein Loch, wo man von oben runterfallen kann. Wenn das der Fall ist, dann Target drücken und nach links, rechts, unten halten. Nicht links, rechts, unten halten. Und B mashen zum Schwimmen. Und dann sieht man, wenn Link gleich so ein Pop-up Movement macht, dann sieht man, dass man durchgeklippt ist, dann kurz alles loslassen, bis man den Raum mit den Bombschuss sieht und dann nach vorne drücken und B mashen, um da reinzuschwimmen. Jetzt hier nach rechts unten schwimmen und gleich klipp ich. Blub, da bin ich geklippt und da ist der Raum, nach vorne und den Jump slash ich hier rein und ich kann mir die Bombschuss holen. Die equippen wir uns auch gleich. Wir halten auch die Flasche noch von vorhin oder jetzt die Flasche erst equippen, wie man es gerne hat, weil die Flasche hilft dann später im Temple of Time, als man im Dots gibt, was falsch macht. Hier haben wir jetzt zwei Möglichkeiten. Und zwar können wir hier entweder safe warpen, wenn wir aus dem Menü rausgehen. Oder, indem wir speichern, wenn wir rausgehen. Oder wir lassen uns von der Hand grapschen. Aber kommt immer drauf an, wie viel Leben das man hat. Jetzt habe ich 2,5 Herzen noch, das ist gut. Weil einmal von der Hand grapschen lassen, kostet mich ein Herz. Dann habe ich noch 1,5. Bedeutet, ich kann das machen. Also auf N64 ist Safe Warp definitiv schneller. Auf VZ ist die Hand von der Hand gegrapscht werden besser. Lässt man sich hier fangen, voidet aus, verliert ein Herz, hat man nur noch 1,5 und ist wieder am Anfang, weil sie einem hierher bringen. Und das ist sehr gut, weil wir wollen ja Schaden nehmen, später. Ich zeige es einfach mal so und wenn wir volles Leben haben, zeige ich es dann später auch nochmal separat. So, und dann gehen wir einfach nach draußen, gucken, dass wir hier irgendwie hochkommen. Wie du hochschwimmst, ist egal. Auf VZ ist es egal. Auf N64 ist es, glaube ich, so besser, weil es hier weniger Lag gibt. Aber auf jeden Fall immer B mashen und schwimmen. Dann gucken, dass man hier wieder an der Hauswand vorbeischrappt und dann backwalkt, weil die Entfernung lohnt sich. Na, komm schon. Und dann gehen wir nach draußen. Draußen ist wieder vergeht die Zeit wieder. Dann müssen wir aufpassen, dass wir zeitlich uns beeilen. So. Also gehen wir raus. Dann nach rechts irgendwann die Wand und 3 Sidehops links. Hier so bei dem Fleck irgendwo. 1, 2, 3. Flick nach links unten, um das Schild anzuvisieren und einfach nach links unten drücken. Rechts unten meine ich, nicht links unten. Über die Brücke und backwalken. Und dann wird es irgendwann Nacht. Sobald man den weißen Zaun hier sieht, kurz warten, dass alles spawnen. Dann kann man weiter nach hinten laufen. Hier den Winkel nehmen und sidehoppen. Target loslassen und dann ist man hier oben. Irgendwann ist sie auch wieder da. Hier dann backwalken für die Rupees. Und da wir jetzt mehr Schaden genommen haben durch den Void Out, können wir jetzt hier nochmal Schaden nehmen, indem wir einfach sidehoppen und direkt jump slashen.
kostet uns nämlich ein halbes Herz und wir sind schon bei einem Herz, das wir haben wollen und müssen uns dann nicht mal mehr extra bei der Skulptula Schaden geben lassen. Wir haben das also schon mit eingebunden und sparen nochmal ein paar Sekunden. Hier dann wieder die 20 Rupees von da, um dann eben 80 für das Schild später zu bekommen. So, was machen wir, wenn wir den Wes nach CAC nicht gekriegt haben? Dann ist natürlich viel später am Tag. Aber man kann es noch schaffen, gerade so. Zum Marktplatz rein. Nicht auf die gleiche Art wie vorher, aber ähnlich. Das sieht man hier gleich. Wir gehen wieder nach rechts mit den drei Side-Hops, das ist das gleiche. Drehen uns zum Target und wir sehen aber sofort die Wand hier an. Dass wir von der Brücke weggucken. Wie man sieht, wenn ich mich ein bisschen drehe. Ja, hier ist die Treppe. Und hier neben ist direkt so ein weißer Blob. Da wollen wir hin. Von hier aus Side-Hop mir einmal links plus Side-Roll. Steppen einmal, dass wir von der Wand wegkommen. Und turn einmal 90 Grad rechts. Shield-Turn oder ISS-Turn ist egal. Dann backwalken wir ein bisschen. Und einmal rechts. Und treffen somit schön die Brücke, um trotzdem noch reinzukommen. Hier spawnen dann die Dudes. Das ist gut, dass die hier vorne spawnen. Können wir dann weiter nach links das Ding anvisieren und ups. Und die Brücke ist immer nach unten, obwohl wir ziemlich spät dran waren. Nach unten und einfach reinhüpfen. Je nachdem, wie viel Schaden das man hat, ob man hier oder erst später den Schaden bekommen möchte. So, da sind wir wieder auf unserem schnellen Weg, wo wir schon Schaden genommen haben. Hier bei einer Endo-Cutscene läuft die Zeit auch schon. Aber das ist nicht so schlimm, das ist alles mit einberechnet. Ja, reden mit der Eule. Wenn man den Schaden schon genommen hat, kann man die Eule skippen. Wenn man keinen Schaden genommen hat, muss man natürlich zur Skulptur nach da hinten, das ist klar. Gucken, dass man hier reinbonkt. Und falls man schon Schaden hat, noch keinen Schaden hat, meine ich, zweimal in sie reinrennen, dass man auch nur ein Herz hat. So wie ich jetzt. Und dann einfach weiter hier hochklettern. Weiterrollen. Hier hinten sind drei schwarze Flecken an der Wand. Zur Runde. Ist der erste. Zweite. Und dann den dritten wollen wir. Also es ist nicht super genau. Also hier irgendwo bei dem schwarzen Fleck halt ein Backflip. Nach links drehen. Dann zweimal Slash plus Cancel machen. Und dann hat man genau die richtige Stelle. Also richtigen Winkel und richtige Position, um hier hochzulaufen. Ganz langsam in ISS oder ein bisschen mehr. Und sobald Link hier die obere Kante mit dem Kopf trifft, kann man schon Jump Slash, um nach ganz oben zu kommen. Dann ist man safe. Dann kann man hier rüber. Und wenn man hier ist, kann man einfach gerade backwalken. Nicht vergessen, beim Backwalks immer zu Schild flicken, weil es Spaß macht. Wenn man dann hier durch ist, kann man sich umdrehen und hierher kommen, um das nächste Setup auszuführen. Hier werden wir jetzt Damage Boost machen erstmal. Die normale Strat hier. Auf dem siebten. Ab ein Frame nach dem siebten Flash hat man ein paar Frames Zeit, um loszulaufen, wenn man dieses Setup hier macht. Und das sind durchaus vier Frames oder so. Man muss das nicht buffern. Man kann direkt one-passen zu der Stelle eigentlich. Also, wir wollen hier den Winkel hier haben und uns dann umdrehen, damit wir hier gerade laufen, damit wir auch wirklich wissen, dass wir gerade sind, nicht, dass wir länger brauchen, dadurch, dass wir rumlaufen. So, 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7 und ein bisschen danach. Pause, das ist gut, wir sind hier safe. Dann drücken wir jetzt einfach, auch mit Tage oder ohne Tage, das ist egal. Volles Rohr nach vorne, laufen und sobald wir in der Luft sind, mashen wir B für einen Jump Slash, um uns hoch zu Damage boosten. Und das ist ganz einfach. Damit haben wir nochmal einen halben Schaden bekommen und sind somit hier oben. Die Sache ist, was tun wir? Wenn wir es vermasseln zum Beispiel, dann können wir es nicht nochmal machen, weil wir nur noch ein halbes Herz haben. Wir würden dabei sterben. Theoretisch könnten wir gucken, ob da hinten die Herzen bekommen. Was man den Megaflip gar nicht kann. Ja. Wenn man hier dran bonkt und hofft, dass da ein Herz runterkommt. Da kommt sogar ein Herz runter. Das passiert nicht oft. Oder hier die Büsche slasht. Zwei Büsche. Wow, sogar zwei Herzen. Das ist mir noch nie passiert. Ich habe noch nie ein Herz gekriegt in einem Run hier.
Kann man hier machen. Dann hat man aber wieder 1,5 Herzen. Das heißt, man braucht nochmal einen Bomb-Chew, um sich nochmal zu damagen. Und das kostet dann nochmal einen extra Bomb-Chew. Nur noch 7 übrig. Wird es halt echt eng im späteren Spiel. Dazu nimmt man hier die Kiste. Zieht einmal zurück und einmal in die Richtung. Geht auf der Seite hoch. Dass man die also einmal geradeaus ausgerichtet hat. Und dann kann man mega flippen auf dem 7. schwarzen oder auf dem 8. roten Flash. Das geht, indem man Target gedrückt hält, den Bombschuh zieht und mitzählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, das ist noch nicht das 7. schwarze. Ich muss weiter buffern. Das ist immer noch nicht das 7. schwarze. Da habe ich jetzt das 7. schwarze überbuffert, aber ich bin beim 8. roten. Das geht auch. Wie gesagt, das davor und dieses hier, beide gehen für den normalen Bomb-Chew-Mega-Flip. Als Erwachsener übrigens ist das exakt das gleiche mit Bomb-Chews, das Setup, auch 7. Schwarzer oder 8. roter und so. Das geht genauso und die Frames sehen auch genauso aus. Hier muss man dann, hier kann man also schon sozusagen dann zum Shield-Droppen R gedrückt halten, weil R durch den Pause durchgeht. A-Knopf kannst du jetzt nicht schon drücken oder gedrückt halten, das macht das nicht mit. Den muss man erst drücken, wenn die Pause rum ist. Bedeutet, wir mashen einfach A, nachdem wir entpaust haben sozusagen, um dann direkt die Rolle zu kriegen und buffern dann direkt weiter, weil wir ein bestimmtes Frame suchen. Genau hier. Dann gucken wir, das ist es nicht. Wir müssen noch eins weiter. Noch eins weiter. Wenn links so aussieht. Wenn Link so im Limbo-Mode ist, ja. Das ist das einzige Frame, mit dem du hier einen Megaflip machen kannst, mit dem Setup. Hierbei hältst du immer noch Target und Schild gedrückt, hältst nach unten und mashst auch wieder A für einen Backflip aus dem Unpause-Lag raus, um Megaflip zu machen. Aber sofort, sobald du merkst, dass du in der Luft bist, wieder den Stick, zumindest den Stick loslassen, dass man nicht aus Versehen wieder von der Plattform runter läuft. Das passiert nämlich auch gerne, wenn man das macht. Also, Start, A, Flug, Stick loslassen. Dann ist man nämlich hier. Weil wenn du noch weiter den Stick-Input gedrückt hättest, wäre der Stick-Input unten. Und da die Kamera sich gedreht hat, läuft man hier einfach wieder runter. Und das wäre ziemlich, ziemlich schade und fatal, wenn das passieren würde. So, hier sind wir. Jetzt vor dem Tor. Mit der richtigen Anzahl an Herzen. Gehen wir hier rein. Und dann halten wir direkt links unten gedrückt, bis Link richtig läuft. Rollen einmal. Und wir sehen den Zaun an und seit hoppen dann einfach links. Hier einfach vorbei und hoffen das Beste. Hier bleiben wir kurz stehen, bis er in den Zaun oder in den Busch reinguckt und hüpfen weiter. Hier warten wir auch kurz, sonst kriegt er uns. Der hier, der ist ein bisschen kritischer. Da müssen wir warten, bis er läuft. Und hoffen, dass er lange nach rechts guckt. Er guckt lange nach rechts. Wir haben es geschafft. Hier sind jetzt beide hier vorne. Das ist gut für uns. Dann können wir einfach vorbei. Das ist gut. Und können dann hier wieder sidehoppen. Um zu Zelda zu gelangen. Wenn man Frame Perfect sidehoppt, kann ich mal kurz zeigen. Aber wenn man nicht sidehoppt, dann sieht man, Link läuft ein paar Schritte. Wenn man perfekt Zeit hat, läuft Link keinen Schritt. Ich kann es ja mal mit Frame Advance zeigen. Hier. Zack. Und hier kommen wir auf. Hier ist schon nicht mehr der. Hier ist schon der zweite Frame wieder. Können wir aber perfekt springen. Sobald Link auf den Boden kommt, zack, können wir hier A drücken und springen sofort weiter. Und sind nur ein einziges Frame auf dem Boden. Das ist Frame Perfect. Und wenn wir das machen, können die Wachen einem nicht fangen, auch wenn sie einem noch so sehr sehen. Solange man es schafft, Frame Perfect auf den nächsten Kamerawinkel zu kommen, ist man da und sie kriegen dich einfach nicht. Egal, was du tust. So, wenn man die Cutscene durch hat, kann man hier in die Ecke reinlaufen für das Setup. Die Wand hier anvisieren. Sidehop links, 6-mal. Oder bis man an den Blumen hier vorbei ist. Dann tut man einmal nach rechts sich drehen und ist schon im richtigen Setup.
Hier tut man jetzt einen Bomb-True in der Luft, Shield droppen, dass es explodiert in der Luft. Und einen dann die Explosion trifft und die dann in die Cutscene rein rückt. Und man dabei dann natürlich stirbt, weil wir ein halbes Schaden kriegen. Am besten ist, wenn man nach dem Backflip Target loslässt und Schild aber weiter gedrückt hält und nach oben drückt dann, weil dann dreht sich Link ein bisschen nach unten und das Schild neigt sich nach vorne und du hast so mehr Platz für die Explosion, einem selbst zu treffen. Weil es ist schon vorgekommen, dass man die Explosion geschildet hat und einfach der Knockback einen nach hinten gedrückt hat, ohne dass man stirbt, weil man den Schaden geschildet hat. Das will man nicht haben, deswegen am besten nach vorne drücken, wenn man es hinkriegt. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm, es geht auch ohne. Aber man muss relativ spät die Bomb-True droppen, nicht gleich am Anfang, sondern erst so in der Mitte vom Backflip. So. Das war relativ früh noch, aber es hat gereicht. Ich glaube, wenn ich diesmal nicht nach vorne gedrückt hätte, wäre ich nicht gestorben, glaube ich. Jetzt zeigen wir das nochmal. Weil, wenn man nämlich hier backflippt, ist man immer noch nicht in der Cutscene drin, aber wir sind direkt am Rand. Das heißt, man kann theoretisch auch, sobald die Bomb-True, wenn man hier jetzt steht, die Bomb-True, wenn sie ganz schnell blinkt, einfach nur das shielden und dann wird man auch reingedrückt. Aber das dauert ewig, weil die Bomb-True 7,5 Sekunden braucht. Ja, so geht das auch. Und mit einem Backflip geht es einfach wesentlich schneller und ist sozusagen nicht wirklich schwieriger. Das wäre vielleicht sogar so schwieriger wie das andere. Dann sagt man ja speichern, ja respawnen. Und hier guckt man, dass man vorbeiläuft. Man muss nicht bis zu ihr laufen. Man, Navi ist relativ zügig hier. Hier, ab hier kann man theoretisch mit ihr reden. Zwar noch nicht mit A, aber wenn man sie anvisiert, kann man von hier aus schon mit ihr reden. Das heißt, hier kann man nochmal ein paar Schritte und Frames sparen. Vielleicht sogar 2 Sekunden im Vergleich zum normalen. Also in der Mitte vom Blumenfeld kann man schon direkt mit ihr reden. Dann spawnt man hier draußen und geht dann direkt zurück. Um sich dann das Schild zu kaufen. Warum man das Schild kauft, ist einfach. Denn das Schild kaufen bedeutet, wenn man erwachsen wird das erste Mal und das Schild schon hat, wird es automatisch ausgerüstet. Und man könnte theoretisch sich das Geld sammeln, sparen und das kostenlose Schild auf dem Friedhof holen. Aber dadurch, dass es automatisch ausgerüstet wird, ist es tatsächlich so rum schneller. Weil man nicht extra equippen muss. Sonst würde es sich nicht viel geben an Zeit. So, in der Zitadelle der Zeit angekommen, hat man die Möglichkeit von 2 Setups für die Winkel. Einmal das, ich sag mal, schnelle Profi-Setup und einmal das etwas langsamere alte Setup. Wobei das langsamere alte Setup auch ein Profi-Setup ist, weil das einzige Setup, das einem konsistent den Dot Skip ohne Schwert erlaubt. Aber wir haben ein Schwert, also können wir beide nehmen. Hier drehen wir uns einmal um. Sidehoppen rechts, nicht auf dem Podest hier. Lasst uns von diesem Podest hier wegdrücken, dass wir hier den Winkel, also die Position haben. Und hier müssen wir backflippen in die Tür rein, dass wir von dem Türrahmen ein bisschen weggedrückt werden. Aber nicht erst backflippen, wenn man schon drin ist. Das reicht nicht. Man muss in der Luft weggedrückt werden, aus irgendwelchen Gründen. Dann, wenn man landet, kann man eine Backflip-Sidewall machen. Das heißt, man hat ja schon gebackflippt. Dann drückt man einfach nur noch A, wenn man noch Target hält, um dann eine Sidewall nach rechts zu machen, aber die rollt natürlich nirgendwo hin. Das ändert nur ein bisschen die Kamera. Während der Sidewall lassen wir Target los und halten nach unten und laufen noch 1,5 Schritte ungefähr in die Kamera rein, um nochmal ein bisschen Kamera zu justieren und müssen dann einfach nur noch uns nach links drehen mit ISS oder mit Shield Turn. Wie das dann aussieht, ist ungefähr so. Und dann hier rüber. Dann haben wir es geschafft, hier ungefähr Position zu haben. Ich schalte mal, meine Watches wieder ein, wo immer die aus sind. Wir haben jetzt den Winkel 3D61, der sollte eigentlich funktionieren.
Falls man das nicht schafft, wenn man irgendwas tut, kann man ganz einfach das nochmal versuchen, indem man hier die Ecke visiert, lässt sich hier unten drücken, dann dreht man sich um und dann kann man es einfach nochmal versuchen. Um 3DD1. Ich glaube, 3DD1 ist doch der bessere Winkel. Den haben wir nämlich auch, habe ich nämlich auch letztes Mal bekommen. Heißt, wir wollen das dann so haben. Je nachdem, wie Link gerade guckt. Stimmt es dann? Das andere Setup, das wir machen können, ist, habe ich da ein Save State weggemacht. Indem wir diese Fläche hier anvisieren. Bisschen reinlaufen, die ist nicht so wirklich sticky. Wie man sieht, also ist zwar sticky, aber nicht so wirklich. Man muss ein bisschen reinlaufen und ein paar Mal anvisieren, damit man auch wirklich safe den Winkel hat. Dann Sidehop rechts und Sideroll und Target loslassen. Damit es schneller geht, kann man hier einfach weiter backwalken. So, was man hier ist, drückt man nach links unten ein bisschen. Ja, ganz kleines bisschen. Dann eine Sideroll nach links zu machen und Target loszulassen. Und dann diesen Winkel zu haben. Der soll nämlich auch funktionieren. So, und von diesem Anfänger-Setup, nenne ich mal, wenn man das zwischendrin irgendwie verbockt oder so, kann man das auch hier hinten kriegen, als Backup, indem man diese Wand hier nimmt. Einfach das gleiche Setup nochmal ausführen. Am besten nach links rollen dabei. Und sich dann am Ende halt einmal um 180 Grad drehen, weil man ja gespiegelt ist. Und dann ist man auch wieder an derselben Position wie vorher. So, der Dotskip an sich hat ziemlich viele Inputs in ziemlich kurzer Zeit. Da kann man schon sich ein bisschen verwirrt fühlen. Was man tun muss, ist, so eine Rolle, die man bei dem etwas langsameren Setup ganz am Ende gemacht hat, die nach links unten, die muss man kriegen. Und dann im ersten Frame nach links unten komplett halten und einen Sidehop kriegen, damit man hier links durch die Spalte, die man noch am Boden sehen kann, durchhüpft. Aber sobald man den Sidehop gestartet hat, muss man ganz nach links halten. Und dann hat man eine von zwei Frames Zeit zum Jump-Slashen. Ich probiere das mal. Also am besten vielleicht hier nochmal einen Backflip machen, damit man dann wirklich in der Ecke ist. Dann ein bisschen runter für die Rolle. Ganz nach unten für die Sidehop. Das hat nicht geklappt, glaube ich. Das klappt nicht. Das war gut, das klappt. Wie ihr seht, habe ich dann sofort nach links gedrückt, nach dem Sidehop, noch bevor ich Pause gedrückt habe. Und jetzt habe ich zwei Frames Zeit. Ich mache hier mal einen Save State, um das zu zeigen. Nämlich Pause Buffer das auch nicht. Ich werde das Frame advancen. Wie gesagt, ich werde das Frame advancen. Das hier ist das erste Frame, bei dem man Jump slashen kann. Hier hält man weiterhin nach links und drückt B. Ich drücke jetzt schon mal B. Das wird, der Input geht dann beim nächsten Frame durch. Das sieht dann so aus. Drückt rein. Und sidehoppt man hier einfach wieder raus. Und ist hier rüber. Wenn man jetzt hier ist. Wechseln wir. Ein Frame zu weit ist, macht links so ein Sound für das erste Frame von wo er fällt. Hat man eben gehört, das ist das zweite Frame. Hier nicht mehr nach links halten, wenn man das hört, muss man den Stick loslassen, nach oben gedrückt halten und da dann B drücken. Ich drücke jetzt schon mal, das nimmt dann den nächsten Frame rein und ist dann hier drin und schafft es dann somit auch hier durchzukommen. Einfach weiter zum Schwert und dann kann man schon erwachsen werden. Und somit hat man Child Section für MST geschafft.
So, nachdem man die Cutscene überlebt hat, tut man Pause drücken und equippen direkt, weil man Safe Warp danach, und zwar braucht man den Bombschuh und die Flasche. Nicht über die Bomben equippen, bitte. Die braucht man nämlich, den Bomben-Slot. Hier würde man jetzt Safe Warpen. Warum man Safe Warpt, ist einfach, weil die Tür zu ist. Punkt. Und man kommt hier nicht raus, weil man die Tür ja nie geöffnet hat. Vor 7 Jahren. Also ist sie natürlich immer noch zu. Ich werde jetzt nicht Safe Warpen. Ich werde jetzt einfach runter durchfliegen, weil das hier ist ja nur zu edukativen Zwecken gedacht. Also Safe Warp man und rollt hier nach draußen. Hier drückt man einfach gerade nach unten und rollt 3-mal. Dann nach rechts. Und hier in der Ecke kann man rechts flicken und Target drücken und einfach nach unten und A für den Sidehop nach unten. Das ist ein kleines bisschen schneller. Spart auch wieder ein paar Frames. Hier muss man draufkriegen, welchen Winkel man im Stick haben muss, um hier gut durchzukommen. Das kriege ich meistens selbst nicht hin. Wenn man dann nach draußen kommt, kann man instant komplett nach links halten und rollen. Und retargeten und dann kann man kurz adjusten auf die Brücke, die man hinten sieht. Profis würden jetzt hier mit dem Bombschuh einen Hess machen, um schneller zu sein. Ich bin kein Profi, ich mache das nicht. Dafür ist der Winkel gut, um direkt nach Kakariko reinzulaufen. Hier ist dann sozusagen das gleiche Movement wie als Kind. Man guckt, dass man hier an der Wand und an dem Haus vorbeischraubt. Natürlich kein Huhn, das brauchen wir nicht mehr. Gucken wir, dass wir dann schnell in die Treppe hochkommen. Und hier wieder rückwärts drüber. Ich glaube, ich bleibe an der Kante hängen, kann das sein? Nein, die Kante drückt mich rüber, das ist wunderbar. Dann passt das. Und auf dem Friedhof angekommen, fangen dann sozusagen Adult Tricks wirklich an. So, weswegen wir die Bomben haben equipped lassen, ist einfach. Wir duben nämlich jetzt mit der Flasche drüber. Das heißt, wir holen uns Käfer und während dem Flaschenschwung, sobald die Flasche ausgepackt wurde und im Schwung ist und noch nicht gefangen wurden, die Käfer, so wie jetzt, müssen wir einfach den Equip-Slot mit der Bombe tauschen, indem wir die Flasche nach C unten setzen. Und dann werden die Käfer auf C rechts gefangen, weil jetzt momentan haben wir das Käferfangen mit C rechts eingeleitet, also werden sie auch auf C rechts geschrieben. Das sind aber mittlerweile die Bomben, also wird für den Bombenslot einfach eine Flasche mit Käfern geschrieben. Wir haben eine echte Flasche, die leer ist, und eine Käferflasche in dem Bombenslot, die fake ist. Zusätzlich, wie das aussieht, ist folgendermaßen. Zack. Und wir haben Käfer jetzt im Bombenslot. Jetzt können wir auch den Bombenslot sogar erreichen, weil da tatsächlich was drin ist mit unserem Cursor. Das ist wunderbar. Danach gehen wir zu Dempel. Das ist das erste Grab hier. Sieht man auch an den an dem Kraut, das vorne dran wächst. Ich glaube, jedes Grab, das man wo ein Loch drin hat, hat Kraut vorne dran. Blumen würde ich es jetzt nicht unbedingt nennen. Dann machen wir hier den Stempel Race. Gucken wir, dass wir nicht von den Flammen getroffen werden. Lebenspunkte können wir nämlich gut gebrauchen. Und gucken, dass man nicht armasht beim Rollen, sondern so einen Schritt kurz Zeit lassen, um wieder auf Top Speed zu kommen. Die schnellste Zeit, die man haben kann, ist 47 Sekunden, wenn man von oben startet. Wenn man rechts oder links runterspringt am Eingang, kann man 46 kriegen. Das ist aber äquivalent zu 47 eigentlich. Die Zeit fängt nur später an. Hier einfach links am Rand entlang schrappen, dann poppt links so hoch. Und dann kann man hier hochjump slashen. Man spart, keine Ahnung, eine halbe Sekunde oder sowas. Aber wenn man es nicht konsistent hinkriegt, lässt man es lieber bleiben. Krabbelt einfach so hoch, ist auch nicht so schlimm. Haben mich die Flammen getroffen. Flammentreffen kostet einem ungefähr 1,5 oder 2,5 Sekunden. Da muss man aufpassen. Da lohnt es sich schon, kurz stehen zu bleiben und außen rum zu laufen.
als reinzulaufen. Das lohnt sich definitiv. Außer wenn einem die Flamme in den Rücken trifft, dass man nach vorne geschleudert wird, dann ist es vielleicht okay. Hier drehen wir uns an der Kiste nach rechts, gehen so einen Schritt zurück, zwei Sidehops nach links und halten einfach rechts gedrückt für einen Sidewalk. Ich mache mal einen kurzen Save-State hier. Hier einfach nach rechts. Voiden. Man kann auch natürlich an der Stelle rechts nochmal sidehoppen für den Void. Man kann aber auch nur ein kleines bisschen nach rechts sidewalken, sodass man von der Tür getroffen wird. So wie hier. Und dann voidet man ein kleines bisschen schneller, weil der Tür-Void ist früher als... Also der direkte Tür-Void ist früher, als wenn die Tür geschlossen wird. Dann gehen wir raus. Gehen nach hier hinten. Und da wir den Hookshot draußen haben müssen, man kann den Hookshot natürlich so... den Hookshot brauchen wir, den nicht mehr. Wo muss das sein? Wir können natürlich den Hookshot normal ziehen und mit A canceln, dass wir den in der Hand haben. Wir können aber auch einen Shield Cancel, wie das heißt, machen, indem wir einfach weiterlaufen, mit Target gedrückt halten. Also man muss Target nicht gedrückt halten und auch nicht laufen dabei. Aber wir wollen ja nach da hinten laufen, das heißt, wir machen das während dem Laufen. Und drücken einfach Hookshot und Schild direkt nacheinander, sodass die Animation gecancelt wird vom Schild. Dann hat man den Hookshot draußen und kann einfach weiterlaufen, ohne dass es Probleme macht. Der Trick ist leider ein bisschen komplizierter, aber geht eigentlich, weil man zwei Frames Zeit hat. Man braucht einen guten Winkel, entweder hier den 0-0, also eine gerade Wand hier, weil die gerade Wand hier nimmt man sich da. Dann geht man ein bisschen nach links, hier ungefähr in die Mitte. Von dem kleinen Gängchen hier. Ja. Und geht ganz zurück an die Wand. Sidehop rechts mit Rolle. Aber während der Rolle drückt man dann sofort nach vorne, um eine Long Roll zu kriegen. Ich zeige das hier mal. Normalerweise würde das so aussehen. Aber mit einer Long Roll ist man, wie man sieht, wesentlich schneller und rollt weiter. Und dadurch kann man an dem Haus bonken. Und einen Bonk wollen wir haben. Und während dem Bonk müssen wir im Hookshot mashen, um in einem seltsamen State zu kommen, wo alles gelockt ist. Dabei halten wir immer noch Target gedrückt. Und beim dritten Mal, wo man den Hookshot Laser Pointer sieht, haben wir zwei Frames Zeit, um kurz Hookshot zu drücken. Aber nur ein Frame, ganz kurz. Nicht erst noch aufladen und schießen, sondern einfach nur ein Frame, ganz kurz. Sag einfach nur ganz drauf, kurz drauf drücken, damit das klappt. Und dann fliegen wir nach oben. Und sobald wir hochfliegen, können wir nach unten halten. Und sobald Link sich wieder runtersenkt, können wir nach unten loslassen. Damit wir da oben auf dem 7 landen. Warte, wo sieht man ihn? Da oben. Da landen wir drauf dann. Wenn man nicht sofort nach hinten drückt, ist das nicht so schlimm. Umso später man nach hinten drückt, umso länger muss man eben noch nach hinten gedrückt halten. Aber nur so sozusagen die Dauer von einmal nach oben oder von einmal nach unten muss man halten, sonst ist man zu weit. Das Ganze dann in Aktion aussieht, ist dann so. Ups. Jetzt weiß ich, was sonst auch noch schief gehen kann. Den Stick nach vorne muss man dann auch sofort loslassen, nachdem man die Rolle gemacht hat. Sonst dreht sich Link in die falsche Richtung. So, hier haben wir das jetzt. Einmal. Zweimal. Und. Ups. Das war jetzt zum Beispiel zu früh, glaube ich. Versuchen wir es einfach nochmal. Einmal. Zweimal. Upp. Das war auch nicht richtig. Einmal. Zweimal. Und da haben wir es hin und jetzt wieder loslassen. Dann landen wir hier oben. Und hier wollen wir sein. So, hier oben haben wir dann zwei Möglichkeiten. Und zwar sechs Sidehops nach rechts und dann Navi Ice Chi vom Geist, der unter einem ist, kriegen. Das sieht dann so aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann gucken, dass wir nach da drüben laufen. Hier können wir auch das Schwert schon mal wegstecken, wenn wir wollen, so wie vorhin mit dem Cancel. Was das nicht so gut klappt mit dem Poe. Normalerweise, wenn man das relativ zügig schafft, weil wir kommen ja hier raus, wenn man also relativ zügig spielt, sollte man Navi noch haben,
Und hier, wenn man hier oben ist, sollte auch Navi dann erscheinen. Das heißt, falls wir den Po nicht kriegen, das ist natürlich nicht gut, das sollte nicht passieren. Wenn wir einfach den Po nicht kriegen, auch nicht so schlimm. Ja, dann würde jetzt Navi kommen. Und das geht auch ganz einfach, indem man einfach Step und Navi ruft. Dann hat man auch ISG. Das ist das gleiche, wie wenn man ein Schild lesen würde. Man muss einfach nur dann anstatt A drücken für das Schild lesen, Navi drücken, um mit ihr zu reden. Dann hat man das gleiche. Dann guckt man, dass man hier oben bleibt, in den Ecken. Niemals runterfallen lassen, weil unten in den Ecken bleibt man gerne mal hängen. Oben. Und dann mal mit dem Hookshot zielen. Man kann das auch ohne Hookshot zielen, sich durchfriemeln. Die Profis machen das. Das ist aber schwierig. Deswegen geht man einfach nur bis zu den Kanten und justiert dann mit dem Hookshot nach. Und ist dann froh, wenn es weitergeht. Dann läuft man hier bis zu diesem hellen Fleck da ungefähr, der wo mein Hookshot-Pointer ist. Ja, da ungefähr. Wenn man dann runterguckt, sieht man, dass man ziemlich genau über der Treppe ist. Und dann sidehoppt man hier einfach runter. Und überspringt sozusagen den Loading-Trigger für die untere Ebene, weil die im Tunnel unten unter einem drin ist. Aber man springt da über den Tunnel. Das heißt, man dreht sich wieder in die Richtung, drückt nach rechts, dass man wirklich oben am Rand ist. Weil manchmal kann es sein, dass man zu tief springt und dann reicht es nicht mehr aus. Deswegen hier oben. Und dann einmal mal sidehoppen. Und dann ist man hier unten. Dann kann man hier einfach weiter sidehoppen direkt in den Shadow-Tempel hinein. Und dann hat man es zumindest mal schon mal hier reingeschafft.